Wie ist die Lage? Du bist neu, oder? Ich habe keinen vollen Überblick, wer hier alles mitmischt. Aber es bringt ja kaum was, sich Gesichter zu merken, so wie hier die Leute sterben. Euch sterben viele Leute? Lord Roland schickt immer wieder Männer nach Montera. Ich werde selbst bald da rausgehen. Wir umstellen die Stadt, spähen sie aus, überfallen Händler und Konvois und versuchen, irgendwie die Orks zu schwächen in der Hoffnung, dass irgendwann der Moment kommt, um die Stadt zurückzuerobern. Aber die Trupps werden ständig aufgerieben. Wenn vier Männer losziehen, kommen zwei verletzt zurück. Als wenn das so einfach wäre. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Am besten du hältst dich da raus. Ich denk darüber nach. Wer mischt denn alles mit hier? Na alle, die noch nicht aufgegeben haben und ihr Land befreien und den König unterstützen wollen. Die meisten von uns sind vormalige Soldaten, wie du siehst. Ein paar Milizionäre oder königliche Gardisten oder letzte Überlebende des Paladinordens sind auch dabei. Aber in diesen Tagen wird jeder gebraucht, der für seinen König kämpfen will. Ich würde nicht mal einen ausgehungerten Bauernburschen und einer alten Sinse abweisen. Warum gerade Montera? Du meinst abgesehen davon, dass wir von dir aus schlecht an Geldern oder Corinis rankommen. Da musst du schon mit Lord Ronan drüber sprechen. Er war einer der besten Generäle im Krieg. Er entwirft die Strategie. Wir Soldaten befolgen einfach unsere Befehle. Du rückst bald aus? Ja, wenn es wieder Verluste gibt, werden Mason und ich die nächsten Trupps anführen. Unter uns, Mason halte ich für keine gute Wahl, aber uns gehen die fähigen Leute aus. Und Lord Roland konzentriert sich jetzt auf Gotha und will unsere wenigen verbliebenen guten Männer dorthin schicken. Aber hey, warte mal. Gehst du nach Montera? Du könntest den Männern dort eine Nachricht von mir zukommen lassen. Ich denk darüber nach. Du solltest meinen Rat annehmen. Hör bloß auf. Lass mich deine Nachricht hören. Sag unseren Leuten vor Montera, dass Mason und ich bereit stehen, falls mehr Männer fallen. Und sag ihnen, Binde kommen. Hinterlegen wir die neue Parole auf dem zerstörten Hof an der Straße nach Gotha. Unser Mann in der Stadt soll dort nach unserem Brief suchen. Geh mit der Nachricht am besten zu Otis. Er führt einen unserer Trupps vor Montera an. Wahrscheinlich hält er noch an der Straße zur Westmark die Stellung. Alles klar. Am besten du hältst dich da raus. Du solltest meinen Rat annehmen. Ich denk drüber nach. Du siehst aus wie ein Milizionär. Das bin ich auch. War Teil der Stadtwache von Montera. Hab mein Leben lang dem Herzog gedient. Und als er fliehen musste, da bin ich mit ihm geflohen. Habe ihn und seine Frau beschützt, während wir uns durch die Wildnis geschlagen haben. Du wirkst wie ein erfahrener Haudegen. Darauf kannst du einen lassen. Ich habe schon den Waffenrock der Miliz getragen, da hast du noch in der Wiege geplärrt. Zuletzt war ich der Ausbilder für den Nachwuchs. Dann kannst du mich doch sicher auch ausbilden. Ein paar Kniffe werde ich dir noch beibringen können. Am besten du erledigst das selbst. Du solltest also einfach. Hör bloß auf mit der Scheiße. Zeig mir deine Waffen. Wir reden gerade, komm später wieder. Das ist sicher noch was zu erledigen. Was? Hä? Lass mich. Ich muss mir eine gute Parole einfallen lassen.
kümmere dich besser um deinen Kram. Lass mich doch in Ruhe schlafen. Mach es weg. Mach es weg. Was ist? Mach es weg. Ich hörte davon, dass ein neuer Mann unser Lager betreten hat. Man sagt, er sei vielversprechend. Sie haben nicht übertrieben. Du hast dir das Sagen? Ich halte Okara so gut zusammen, wie ich kann. Es ist höllisch. Zumal wir schon mehr als die Hälfte unserer Männer verloren haben. Du bist ein ehemaliger Paladin? Ja, ich war ein Krieger des Königs, wie alle meine Waffengefährten in Gotha. Unsere Überheblichkeit war so groß wie die schmähliche Niederlage gegen die Orks. Trotzdem trage ich meine Rüstung immer noch mit Stolz. Aber das ist keine Paladin-Rüstung, wie ich sie kenne. Weil ich zu den Paladinen von Gotha gehörte. Ich dachte, alle Paladine hatten ihren Sitz in Gotha. Das stimmt auch. Und gewöhnlich tragen sie alle das Rote Kreuz, das Wappen unseres Ordens. Aber es gab noch zwei besondere Orden unter den Paladinen. Das sind einmal jene Ritter, die sich direkt dem Schutz König Robers verschrieben haben. Sie tragen zum Zeichen ihres Dienstes ein Wappen, den doppelhörnigen Schattenläufer. Und dann sind da jene Paladine, die nicht nur wie der ganze Orden in Gotha residierten, sondern stets dort blieben und deren besondere Aufgabe der Schutz der Festung war. Wir trugen als unser Zeichen das Wappen Gothas auf unseren Rüstungen und Schilden.